Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir diesen einen Indianertypen aus aus der Militärbasis befreit, wo er gehängt werden sollte. Und ja, jetzt machen wir uns so ein bisschen auf den Weg nach Blackwater. Ich glaube, wir machen uns auch erst auf den Weg dorthin. Ich würde sagen, so hierhin erstmal. Da reiten wir dann einmal durch und gucken, ob uns Leute erkennen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu der Mission. Ich bin sehr gespannt, was uns in dieser Stadt erwartet. Ich habe mir das ja schon echt lange vorgenommen. Und ja, jetzt versuchen wir es endlich. Ich bin gespannt, ob daraus was wird. Ging es hier nicht auch irgendwo zum alten Lager? Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, das war noch weiter in die Richtung. Oder auch nicht, ich habe keinen Plan. Hier ging es nicht. Nee, hier ging es nicht zum alten Lager. Hier ging es nach unten. War das alte Lager nicht da oben? Wir schauen uns das mal kurz an. Ja, hier war das alte Lager. Ich erkenne einige Stellen wieder. Unser Feuer. War eine echt lustige Zeit hier. Ja, Pferd, du darfst auch gerne random rumspringen. Mit welchem Knopf habe ich das gemacht? Mit dem hier, lol, okay. Lol, okay. Ja. Vielen Dank, liebe Autosteuerung. Vielen lieben Dank, wirklich. Also, da freut man sich sehr. Ich frage mich, kann man das irgendwo ausstellen? Moment, wir schauen einmal kurz nach. Spiel. Hier wohl nicht. Einstellungen, ganz unten, ja. Die Einstellungen sind ja auch so ein bisschen das Letzte. So, wir schauen einmal kurz. Kamera invertieren, Vibration, Erfassungsmodus, Stärke des... der Zielunterstützung, Zielunterstützung zu Fuß, Erfassungsmodus, Stärke der Zielunterstützung, Reittier, Fahrzeug, okay. Third-Person-Steuerung, Pferdesteuerung. Ich glaube, dass das zur Kamera schon ganz gut ist. Umschauempfindlichkeit... Erleichterter Zugang zum Rennen gedrückt halten. Okay. Anti-Tipp-Hilfe. Ja, nee, dafür gibt es anscheinend keine, keine Einstellung. Ja. Super. Da freut man sich doch. Da bin ich schon wieder richtig motiviert. Ach nein, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich hätte nur vorher nicht so viel essen sollen, glaube ich. Ich habe nämlich heute ausnahmsweise mal echt viel gegessen. Und das ist, ja, an solchen Tagen merke ich, warum ich sonst nie so viel esse. Danach fühle ich mich halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so 10 Kilo schwerer. Und ja, es ist sehr komisch. Naja, gut. Das Pferd möchte schon wieder nicht ganz. Das heißt, es bekommt wieder so ein Ding reingedrückt. Es ist halt echt nicht gut, mit vollem Magen aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Also man wird so ein bisschen müde und man hat nicht so... Also ich habe schon irgendwie Bock weiter zu spielen, aber ich weiß nicht, es ist so ein komisches Gefühl. Naja, wir ziehen das jetzt trotzdem durch, denn ich will ja endlich mal nach Blackwater und diese Brücke sieht ziemlich fucking cool aus. Oh, hey Mister, remember me? Come on over. How you doing today? Well, you see this here? American ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Dose this in your medicine, give it some zip. Believe me. Okay. Whatever you're selling, I ain't buying. Genau, so würde ich das auch ausdrücken. Wir müssen sowieso auf die andere Seite. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach mit der Brücke reiten oder über die Brücke reiten.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese durchaus wertvollen Informationen. Ups. Ach, Cindy, da kommst du hoch. Ich glaub an dich. So. Und schon sind wir oben. Wo geht's hier jetzt auf die Brücke? Hier. Es gibt sogar eine Eisenbahnspur. Super. Wenn jetzt ein Zug kommt, dann sind wir am Arsch. Naja. Wir machen hier auf jeden Fall den Gangster-Modus und machen es jetzt mal genauso. Oh oh. Ist ein Zug hinter uns? Nein. Aber ich habe da gerade was gehört. Ich glaube, das heißt, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Wenn jetzt echt ein Zug kommt, dann ja. West Elizabeth, okay. Ja, wenn jetzt ein Zug gekommen wäre, dann wäre es wär nicht so nice gewesen. Na gut, wir schauen uns jetzt mal in der Stadt um. Wir waren hier jetzt schon bestimmt, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so nicht. Naja, ein halbes Jahr im Spiel eher, sonst waren wir hier eigentlich noch, also waren wir in der Stadt noch nie. Und, ja, Cindy macht schon wieder ein bisschen Trouble. Beruhige dich. So, Cindy, beruhige dich. Genau. Aber nichts Boy, hier heißt es Girl. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Wahrscheinlich war ich damals echt irgendwie blind und habe das Geschlecht einfach nicht gelesen und dem Pferd dann einfach einen weiblichen Namen gegeben. Aber dafür ist das Pferd jetzt auf jeden Fall ein Mädchen. Definitiv, egal was er sagt, es ist definitiv ein Girl. Und hier soll es nach Blackwater gehen? Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann, aber ich glaube, wir waren hier schon mal. Das kommt mir hier sehr bekannt vor. Gesucht, tot oder lebendig. Na, das kann ja interessant werden. Es ist eigentlich ganz hübsch hier. Great Plains. Ich bin echt sehr auf die Stadt gespannt. Oh. Das passiert also, wenn wir hier sind. Super. Naja, wir reiten trotzdem einmal durch, einfach nur aus Interesse. Sie sehen uns nicht, guter Mann. Oh, die kommen schon von vorne. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, wir sind hier, glaube ich, gar nicht gern gesehen. Die halbe Stadt verfolgt uns. Ups. Okay, dann sterben wir hier instant. Joa. Ich würde sagen, so hart verschissen wie da haben wir es uns bisher noch nirgendwo. Mich würde echt interessieren, was da alles so genau gelaufen ist. Aber ja, nach Blackwater kommen wir, glaube ich, nicht mehr so schnell. Finde ich ein bisschen schade, denn ich finde es... Also die Stadt sah eigentlich schon relativ nice aus. Naja. Gut. Ein bisschen Geld haben wir wahrscheinlich auch verloren. Das macht mich gerade echt ein bisschen traurig. Naja, wir werden es auf jeden Fall nicht nochmal probieren, dahin zu gehen. Das lohnt sich halt einfach nicht. Aber ich frage mich, ob es hier unten einfach noch so weit runter geht oder nicht. Ich meine, lol, wie weit geht denn die Karte bitte noch? Hier fehlt halt einfach noch so ein ganzes Stück. Naja, hier gibt es jetzt auf jeden Fall in der Nähe von Rhodes eine Mission mit Penelope Dingenskirchen. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. So. Irgendwie auch ein bisschen unrealistisch, dass die einfach sofort wissen, dass wir da sind. Da denke ich mir halt auch einfach nur, woher sollen die das wissen? Also, die haben zu der Zeit weder Kameras noch Funkgeräte gehabt. Also, sorry, aber irgendwie macht das für mich nicht so wirklich Sinn. Aber die Landschaft hier war echt, also die ist hier echt ganz hübsch. Eigentlich sogar noch ein bisschen hübscher als im Süden, finde ich, wo wir das Camp da hatten an dem See. Ach, das war auch sehr schön. Ja, ja. Wenn ich mich da immer so dran zurückerinnere, das habe ich schon sehr gefeiert. Das war auch, glaube ich, so bisher mein Lieblingsabschnitt. Es war alles so sommerlich und so, weiß ich nicht, irgendwie echt hübsch.
Naja. So, Cindy macht hier wieder ein bisschen Trouble. Die kriegt wieder so ein Pferdeding. Wir müssen da ja noch irgendwie hinkommen. Ist das die Brücke, wo wir beim letzten Mal drüber geritten sind? Ich glaube schon. Jetzt machen wir hier den Außenweg. So. Oder jetzt nehmen wir hier den Außenweg, lol. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Hier haben wir den Typen vorhin getroffen. Ach ja, so klein ist die Welt. Aber auch irgendwie cool, dass man die Leute dann irgendwie so wieder trifft. Auch wenn die jetzt nicht wirklich so tiefgründige Stories zu erzählen haben, ist es doch mal ganz cool. Wenn die dann noch so tiefgründige Stories hätten, dann wäre es noch ein bisschen cooler, aber... Ja, ich habe keine Ahnung, was schon wieder los ist, aber egal. Hier ist auch schon wieder irgendein Camp. Und hier ist einfach so voll der fette Strand. Hallo, Sir. Dass die immer gleich so aggro werden. Das finde ich schon ein bisschen nervig. Naja. Wer endet jetzt in einem Sarg? Kannst du mir ja gerne erzählen. Was? Irgendeine Platinbürste. Lol, okay, nehmen wir mit. Cindy, wir sollten jetzt mal besser abhauen. Und wir reiten jetzt mal am Strand lang. Das wirkt irgendwie ein bisschen cooler. Hier waren wir halt echt noch gar nicht. Das wirkt hier alles so ein bisschen... Ja, das hat ja auch alles wieder so ein bisschen Südsee-Feeling. Naja, auch nicht so wirklich, aber... Die Landschaft ist ja auch echt hübsch. Das ist echt krass, wie unterschiedlich doch die Karte gestaltet wurde. In GTA war es ja auch so. Da gibt es auch so diese Naturregion und dann so diese vollfette Großstadt. Das hat mir da auch echt gut gefallen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht... Halten mich ja Leute für irre, aber ich fand die Grafik in GTA irgendwie ein bisschen hübscher. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir sowas Ähnliches auch hier erwartet. Naja, wir gehen mal hier so ein Stück durchs Wasser mit Cindy. Solange kann sie sich auch ein bisschen ausruhen. Lol, das zieht auch Energie. Dann sollten wir eventuell nicht mehr ins Wasser gehen. So. Okay, du kannst der Cindy jetzt auch was zu essen geben. Und zwar hier, Kletterwurzel. Genau. Wieso will er das manchmal einfach nicht? Es ist so stumpf. Bitteschön, du kannst sogar noch eine haben. So, ich muss mir auch einmal kurz mein Getränk hier so ein bisschen näher ranrücken. Ups. Erstmal die Hälfte hier umschmeißen. Ich muss jetzt immer so einmal quer über den Schreibtisch fassen und das ist, glaube ich, nicht so gut. Gut. Das muss ja irgendwo da vorne sein. Hier sind wieder irgendwelche Sträuße oder so unterwegs. Ich bin gerade echt die ganze Zeit am Überlegen, wer war diese Penelope nochmal? Wir sind hier doch sogar... Ja, doch, oder? Das hier war doch gerade dieses Dingenskirchen. Dieser... Ja, schönen Dank, liebe Steuerung. Wirklich, also ich habe direkt dann... Ich habe nach links gezogen und es hat wieder super funktioniert. Das war doch dieser Kriegsschauplatz, oder? Ach, ich sag euch, das Spiel ist manchmal echt ein bisschen behindert. Gerade die Steuerung, also die ist halt wirklich einer meiner fettesten Kritikpunkte. Es wäre auch mal lustig, wenn sich hier einer, wenn einer mal irgendwie so zusammenschneidet, wie oft ich hier jetzt schon
Wie oft ich jetzt schon vom Pferd geknallt bin, weil ich gegen irgendwas gegengeritten bin. Und dann kann man ja auch irgendwie gegenschneiden, wie oft das meine Schuld war. Das war wahrscheinlich auch ein paar Mal der Fall, aber dann kann man ja eher dagegen schneiden, wie oft es nicht meine Schuld war. Ja, das wäre deutlich interessanter. Ich überlege gerade, waren wir hier schon mal? Penelope, war das nicht die Olle mit dem Brief, die in diesen einen Typen verliebt war? Penelope und Bo. Hieß der nicht Bo? Waren die das? Diese mit dieser verbotenen Diebe? Och, Cindy, mach kein Drama. Wir sind ja auch schon fast da, glaube ich. Hoffe ich. Lol, wo sind wir denn bitte hier? Das ist ja schon so Next Level Hinterland, oder? Ein bisschen sieht es hier aus wie das Grundstück von der, das was niedergebrannt ist. Ist das hier vielleicht irgendwo zu sehen? Ich glaube eher nicht. Na gut, wir schauen auf jeden Fall mal. Und jetzt geht er wieder so langsam. Warum tut er das? In GTA machen die es auch nicht. Braithwaite, ja, das ist sie doch. Oh, you came. You came. You finally came. Okay. Oh, thank you. Thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bo's. Well, you met them. They are animals. Not even animals. Monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on, let's go. Of course. Na toll. Zum Bahnhof von Rhodes. Na, ob das so eine gute Idee ist? Just get me to Rhodes Railway Station. Okay, let's try and get you a train. Wieso setzen sich Ladies eigentlich immer so crazy da drauf? Aufs Herd, meine ich. Every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. Okay, die Leiche von der Ollen ist mittlerweile mal weggeräumt worden. And he's waited, or so his letters say, our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wieso führt uns das immer in die andere Richtung? Verstehe ich gar nicht. Es ist doch in die Richtung viel kürzer. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have, plenty will again, but, yeah, as far as it goes, get out, don't look back, make something decent of your lives. He's a good man, isn't he, Bo? There are worse. He's kind, and he's caring, and he's strong. I'm sorry, I didn't mean to laugh. He's a lot of things, but... And not strong like you, but strong enough.
have to stand up to his family. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Fahren wir jetzt Zug? But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Okay. Den kennen wir doch sogar. Three tickets to San Denis, please, sir. Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Hey, cousin. No, hey, no, you leave us alone. Penelope, get back. Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn stupid. You wanna come back here without... Oh, habe ich den falschen Knopf gedrückt? Könntest du eventuell mal zuschlagen? Get on the train, Paul. Go to your woman. Ja. Oh, okay, jetzt müssen wir uns hier gleich mit zwei anlegen. Anstatt dass er uns hilft, müssen wir jetzt hier seine ganzen ollen Menschen verhauen. So, und jetzt noch du. Ach Gott, ich weiß nie, welchen Knopf ich drücken soll. Es ist ein bisschen kompliziert. Steig in den Zug. Ich hätte gern erstmal meinen Hut wieder. Da liegt der ja. Das war auch echt knapp. Aber ich würde sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich immer sehr. Und ob wir fliehen können, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.